Schon ein blöder Tag. Brauche das so viel. Schau mal. Und die Tochter kommt wieder und schiebt ohne Ende. Ohne Ende. Was machen wir jetzt? Vielleicht die Polizei anrufen, oder? Was denkst du? Ja, wir müssen die Polizei anrufen. Rufen wir mal die Polizei an, ne? Also das kann ja wohl echt nicht wahr sein. Jetzt ist sie schon wieder weg. Also die können jetzt wirklich was erleben. Ist es eigentlich normal hier, dass eine Bewohnerin, in diesem Fall meine Mutter, in 3 Wochen 7-mal verschwindet und ich 7-mal angerufen werde, dass die Polizei meine Mutter hierher gebracht hat? Frau Müller, es tut uns wirklich leid. Ihre Mutter leidet unter Weglauftendenz. Und wir machen alles, was wir machen können, um das zu vermeiden, dass sie wegläuft. Also trotzdem, dennoch haben wir andere Klienten im Haus, die wir versorgen sollen. Wenn wir so was machen, dann schaffen wir es nicht mit der Zeit. Wir müssen einsichtig sein. Es wird hier so unfassbar viel Geld gezahlt. Ich toleriere das nicht, dass meine Mutter immer wieder wegläuft. Das geht nicht. Sie hier als die ganzen Pflegekräfte müssen dafür sorgen, dass meine Mutter in Sicherheit ist. 7-mal ist nichts passiert. Und jetzt, wenn sie wieder wegläuft, was ist, wenn sie jemand überfährt? Wer übernimmt dann die Haftung? Sie? Ich glaube nicht. Frau Müller, die anderen Klienten bezahlen auch so viel. Es ist mir egal. Es geht hier nicht um jemand anders. Es geht hier um meine Mutter. Ja, stimmt. Die haben recht. Aber die anderen müssen wir auch Zeit von denen auch verbringen. Wissen Sie? Aber wenn Sie wollen, ich kann auch die PDL holen. Ja, machen Sie das. Ist mir egal. Dann, okay. Es ist mir egal. Hallo, Frau Krause. Bitte, eine Angehörige ist hier mit einer Klage. Bitte können Sie vorbeikommen. Okay, Sie kommen schon, oder? Okay, vielen Dank. Danke Ihnen. Bis gleich. Ja, Frau Müller, ich habe die Pflegedienstleitung schon verständigt. Wissen Sie was? Und Sie kommen Wissen gleich. Sie was? Stopp! Okay. Wenn Sie nach Hause gehen, Ihnen ist es scheißegal, wenn meiner Mutter irgendwas passiert. Wir besprechen das zusammen in Ruhe. Pflegedienstleitung, Frau die kann uns Müller, auch nicht helfen. Frau Müller, ein bisschen Geduld haben. Sie sagen immer gleich. Geduld, Geduld, Geduld. Alles, es geht hier um meine Mutter. Alles wird erledigt. Kein Problem, Frau Müller. Ja, ja, ja. Frau Müller, ich habe eine super Idee für dieses Problem. Ich war vor kurzem unterwegs und da gab es ein neues Instrumentarium, das heißt GPS-Tracking. Und das, glaube ich, wäre genau das Passende. Wir sehen immer, wo Ihre Mutter unterwegs ist, ob im Haus, ob außer Haus. Und damit, denke ich, ist das Problem aus der Welt geschafft. Wäre überall überwacht? Nein, Frau Müller, keinen ja Fall. Das hört sich richtig gut an. Das ist auch gut. Ich kann es Ihnen sagen, das wurde schon getestet. Ich habe hier einen Flyer, den können Sie sich mitnehmen, lesen Sie sich gerne durch, ist beschrieben, wie das Gerät funktioniert und dann, denke ich, kriegen wir das ganz schnell Mama, in den Griff. Mama, das hört sich richtig, richtig gut an. Ich glaube, wir haben da wirklich eine Lösung für dein Problem gefunden. Das würde eine gute Lösung sein, denke ich auch. Naja. Sprechen Sie mit Ihrer Mutter mal drüber. Also ich glaube, das ist eine super Idee und ich glaube auch, dass wir das umsetzen werden, Mama. Ne? Genau. Alle auf der sicheren Seite. Das glaube ich auch, ja. Ne? Ja. Richtig. Kann nichts mehr passieren. Jetzt haben wir das Problem gelöst, oder? Aber ich bin überall überwacht mit dieser Uhr. Aber das Wichtigste ist einfach, dass du in Sicherheit bist, Mama. Und diese Uhr, die ist perfekt dafür. Ja, ich verstehe nicht diese Uhr und ich bin überwacht. Aber das Wichtigste ist deine Sicherheit, Mama.
Na, Frau Müller, guten Tag. Guten Tag. Schöne Uhr. Jetzt ja. Alles schon gesichert, ne? Ja. Sie sind jetzt sicher bei uns, ich ne? Ich bin überall überwacht. Nein, Sie werden jetzt sicher, ne? Ich muss. Bis später, ne? Tschüss. Aber ich bin überwacht.